Hallo Hövelhof. Die Ergebnisse des öffentlichen Dialogs zur Zukunft des Sennebades wurden ausgewertet. Insgesamt haben sich rund 530 Personen beteiligt und mitgeteilt, was ihnen bei einer möglichen Entwicklung eines Hallenbades besonders wichtig ist. Für rund 85% der Teilnehmenden ist es ein Sport- und Schwimmerbecken, gefolgt von einem Kurs Lehr- und Reha-Becken als zusätzliches Angebot. Dieses wurde von rund 74% der Teilnehmenden benannt. Es wurde auch nach weiteren Bedarfen und Ideen gefragt. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden haben die Chance genutzt, weitere Ideen einzubringen. Am häufigsten wird hier ein Eltern-Kind-Bereich mit Planschbecken und Aufenthaltsmöglichkeiten genannt, gefolgt von einer Sprunganlage. Neben Eltern-Kind-Bereich und Sprunganlage wird sich auch eine Rutsche als zusätzliches Angebot oder integriert am Kurs- und Lehrbecken, eine Kletterwand, ein kleiner Saunabereich oder ein Außenbereich gewünscht. Die Ideen und individuellen Bedarfe der Beteiligten sind vielfältig. Bei einer Sache sind sich 94% der Teilnehmenden aber einig. Sie wünschen sich auch in Zukunft ein Hallenbad in Hövelhof. Als wichtige Grundlage der Daseinsvorsorge, damit alle Kinder schwimmen lernen können, als Ort der Freizeitgestaltung und des Gemeinschafts- und Vereinslebens. Wie geht es jetzt weiter? Die Ideen werden im Sinne des Allgemeinwohls abgewogen, Kosten und Nutzen gegenübergestellt und sind Grundlage für die weiteren Entscheidungen in Verwaltung und Politik und vor allem für den Ratsbürgerentscheid. Denn die wichtigste Entscheidung steht diesen Sommer bevor. Da entscheiden alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde über die Zukunft des Sennebades. Hier kommt es auf jede Stimme an. Nur wenn sich die Mehrheit für ein Hallenbad ausspricht, wird es in Zukunft ein Hallenbad in Hövelhof geben.